Das Football 18 2 ist draußen und heute sind wieder richtig, richtig geile Spieler rausgekommen. Yo, was geht ab, Leute? Jenks wieder mal am Start zu einem weiteren Squad Builder Battle auf meinem Kanal und heute haben wir mal den Football Anthony Squad Builder Battle am Start. Eine richtig, richtig geile Karte, wie ich finde. Boah, 97 Pace, 90 Dribbling, 82 Schuss, 5-5. Also diese Karte ist auf jeden Fall ihre 1 Million Coins safe wert. Und mit dabei habe ich mir wieder einen Aufnahmepartner geschnappt. Enza, was geht ab, Brudi? Was geht ab, Broski? Heute, wie du sagst, Anthony. Die Karte sieht wirklich brutal aus, Bro. Aber 82 Schuss. Krise. Freut mich auf jeden Fall wieder am Start zu sein bei meinem Broski Jang. Ach, heimlich rum hier, ehrlich. Oh, sorry, ich wollte deinen Mund nehmen gerade, Bro. Mann, lass mich doch ein bisschen, Bro. Jungs, macht bei Jank die 850 Likes voll, dann seid ihr die Kings. 850 ist auf jeden Fall ein gutes Ziel, Leute. Macht die 850 Likes voll, pusht euch. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Wir sind kurz vor 47.000. Würde mich freuen, wenn ihr alle nochmal auf den Abonnieren-Button drückt, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich sehe immer, 70% sind noch keine Abonnenten. Das heißt, du wahrscheinlich gerade auch nicht. Deswegen lasst hier ein Abo da. Und check in der Beschreibung bei Enza den Kanal ab und lasst da kein Abo da. Ohne viel reden heute. Ohne viel reden. Guck mal, ich Jungs, Bro, du musst kurz was sagen. Es ist 5 Uhr morgens, also falls die komischen Dinge passieren, uns beiden geht's nicht gut, Bruder. Genau, guck mal, ich wollte um 1 Uhr morgens aufnehmen, der Typ sagt, ich will schlafen und so. 5 Uhr morgens, guck mal. Du hältst rein, ich füge ein. Ich habe im Sturm diese Karte habe ich aus dem 10-Münzen-Pack gezogen. Nunes, Food Birthday. Aha. Und linker Flügel habe ich Payet Winter Wildcard. Ja, okay. War eigentlich klar, dass du die eine Karte nicht nimmst. Ich habe nämlich einmal Rashford aufgeschrieben, aber das war klar, dass du den nicht mitnimmst. Der ist viel zu auffällig. Und dann habe ich eine Karte aufgeschrieben, wo ich mir dachte, Brudi, daran denkt vielleicht keiner. CR7, der hat doch so einen Rulebreaker bekommen damals. Boah, ist aber ein guter Call, ne? Ich schwöre, stark. Ich wollte den auch selber mitnehmen sogar. Aber weißt du, im Endeffekt, du hattest nichts gemacht, das ist halt so sei ich rein. Eigentlich schwer bis unmöglich, dass du meine Karten hast, ne, bin ich dir ehrlich. Schwer bis unmöglich. Ich habe einmal einen, der hat eine super Mähne hat, der wie ein Löwe. Völler. Er hat super Stats auch, ne. Also wenn du den hast, dann weißt du ja auch nicht mehr weiter. Und links habe ich eine Karte, die ist auch schon in Vergessenheit geraten. Gibt es seit 3 Monaten, die Maria SBC. Ja. Da guckst du blöd aus der Wäsche, ne? Ja, Bro. Ich habe aufgeschrieben, Depay und Cruyff. Also, Skandal. Ja. Weil dann denkt, ich nehme jedes SBB Cruyff mit. Das ist komisch. Jedes SBB schreibst du Cruyff auf, hä? Jedes? Ich habe noch kein SBB ohne Cruyff bei dir gesehen. Immer steht bei dir Cruyff auf der Tafel. Man versucht im Leben, du musst Risiko eingehen, Bruder. Ja, Risiko, deswegen schreibst du mal Cruyff auf. Komm, wir gehen ins Mittelfeld. Boah, wir sind jetzt schon im Mittelfeld angekommen und ich sag dir ehrlich, langsam könnte man auf den einen oder anderen Spieler kommen. Ich gebe dir die Wahl. Soll ich wieder reinhalten oder willst du zuerst reinhalten? Ich halte direkt rein. Komm, Jungs, einen habe ich. Okay. Einen habe ich. Ja, das Ding ist, ich bin jetzt halt mit den Brasilianern aus der Premier League gegangen, ne? Aber da gibt's viele, da gibt's sehr, sehr viele. Casemiro, Fred. Aber ich habe mich zum einen für Douglas Luiz entschieden. Der hat fast alle Stats über 80. Sieht sehr cool aus, die Karte. Und rechte Seite habe ich mich für einen anderen Brasilianer entschieden. Der heißt Lucas Paqueta. Ja, vielleicht ein bisschen undercover. Ich hoffe, du hast ihn nicht. Und im ZOM, ich habe eine Foot B-Day-Icon gezogen. Und zwar Donnerstag, glaube ich, war das. Und das ist Rui Costa. Coole Karte, 5 schnelle Skills, habe ich Bock drauf. Ich war komplett andere Gebiet. Also ich habe Fred, Kammerwinger und Falioli. Also du kannst alle behalten. Ja, super. Also hast du nicht mal Casemiro aufgeschrieben, oder was? Nee. Okay, ich bin extra auf Undercover gegangen mit Aston Villas und West Ham Spieler und sowas. Geistkrank. Oder ich kann nicht mehr. Soll ich, hältst du rein? Weil ich den einen wirst du haben. Ja, okay, ich halt rein. Okay, Tchouaméni, OTW, Yaya Touré, den hast du safe, weil ich spiele auch jedes SBB gefühlt. Und Luka Modric in Form. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe Bruno Fernandes, Bernardo Silva und Guendouzi. Was für Touré. Niemals denke ich an Touré. Ey, komm, was ist das denn? Wichtig. Ja, das ist jetzt beide voll Team, Alter. Ich sag dir ehrlich, ich finde mein Team voll geil. Ich habe 6 verschiedene Special-Karten. Als M-
einfach und wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Junge, da beleidige ich mich jedes SPB. Was soll ich machen, Chat? Geht ihr mal haten? Ey, oder cool. So? Geht ihr mal haten? Lass ihn mal canceln. Lass ihn mal canceln, ohne Joke. Ich hab schon gemacht, Bro. Ich denk gerade an, pass an. Was? Scheiß drauf, Jungs, wir machen weiter mit Außenverteidigern. So, Freunde, ich mache jetzt weiter bei meinem Bro Janko. Ich halte einfach rein, komm. Dein Bro, komm. Der nur beleidigt wird von dir, ist das krass. Du bist okay. Doch mein Bro. Wir gehen auf die LV. Da habe ich, um ehrlich zu sein, doch, ich weiß genau wieder, wen ich habe. Und zwar ist es einer von Man U und der heißt Martinez. Eigentlich wollte ich Shaw mitnehmen, ich hoffe, du hast Shaw aufgeschrieben. Und rechts gehe ich auf Kilo Kehrer. Skandal, ich habe Robertson und Trent, ich kann es auch beide behalten. Ja, super. Und damit sind alle auf Fullcam und du weißt gar nicht, was ich gleich machen werde. Das heißt, ich werde safe Fullteam haben. Geil. Okay, ich habe dir auch zwei Karten aufgeschrieben und das sind zwei relativ neue Karten, Digga. Ja, da hast du dich verkackt. Klaus Inform und Trent Fullteam Team gehen. Mann! Stark! Ja. Ich bin auf zwei Brasilianer gegangen. Ich bin auf Hayes und Emerson gegangen. Jetzt hältst du dein Brasilianer gegangen. Jetzt hältst du dein Maul. Jetzt beleidige ich dich mal. Ne? Jetzt so fühlt es sich nämlich an. Und jetzt gehen wir zu den IV und dem Torwart. Du Knecht. Halt dein Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jank spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Ich hab dir ja gesagt, du wirst safe nicht drauf kommen, weil ich jetzt theoretisch alles machen kann. Der Einzige, der keine drei Schmier hat, ist die Maria. Und ich sag dir ehrlich, du kannst... Du bist schon am Reden. Hab ich gar nicht mitbekommen. Mach weiter. Du bist so ein Knecht. So, jetzt halt deine Tafel in die Cam, Junge. Also nach was für warte, meine Tafel habe ich bestellt, die kommt bald an. Hast du endlich immer noch keine Tafel, Digga? Nein, Bro, passt nur mit Handy, sieht man doch besser sogar, weil meine Schrift ist hässlich. Oh mein Gott. Das war auch das letzte SBB mit ihm, keine Sorge, alles gut. Also, du hältst rein, ich ich bin mit Frankfurt gegangen. Junge, halt die Fresse, Junge. Was für Frankfurt? Aus welchem Loch kommt jetzt Frankfurt raus? Aus Save for Centurion, Tuta Road to the Finals und ein Tor Kevin Trapp. Ich wollte die 89er Inform kaufen, habe ich aber nicht gefunden. Ich habe nur den 87er gefunden, keine Ahnung. Warte, aber Hummels? Hummels? Wen hast du aufgeschrieben? Nein, du hast nicht Trapp. Ich habe voll vergessen, dass ich Frank... Ich habe Hummels, Schlotterbeck und Trapp. Ich bin einfach ein King. Ja, jetzt halt einfach die Fresse, Bro. Bis hast wir spielen, okay? Sei einfach leise. Hast ich hab du Trapp, nicht. Bruder. Ich schwöre, ich hab Trapp. Halt einfach dein Du redest so viel, Bruder. Du laberst die ganze Zeit. Egal. Stürmer im Tor. Super. Ja, natürlich, ja. Mann. Komm, halt auch rein. Ja, okay. Wir sind nicht drauf kommen. So. Kommst du nicht drauf? Maldini Prime. Leone Inform und im Tor habe ich Lafont Foot Birthday. Ach Digga, was soll ich dazu sagen? Ich habe aufgeschrieben. Bailly, Shaw und Courtois. Digga. Jawohl, sehr wichtig. Freunde, ich muss kurz erwähnen, weil vielleicht nehmen das Leute nicht mit Humor. Das ist alles Spaß. Aber James trotzdem Knecht. Genau. Ihr seht im Hintergrund die Teams. Der Typ wird gleich sehen, was er davon hat, wenn er hier meinen schwedischen Partner in Crime Wilhelmsen ins Tor stellt. Ne? Der Typ ist 1,88, 2003 geboren. Der Typ wird die Bälle rausfischen. Das weiß sie gar nicht. Der weiß nur noch nicht, dass er Torwart ist. Also, wir gehen ins Spiel. Ihr seht die Teams im Hintergrund. Bei ihm volles Team. Bei mir einfach Trapp gesniped ohne Sinn. Ab ins Spiel. Let's go. So, ich möchte mir nochmal dein Team in Live-Action anschauen. Boah, dieser Maldini, ne? Ich dachte auch erstmal, ich habe den gezogen vor dem Stream, dann war es aber irgendwie Fjoll oder so. Digga, F auf jeden Fall mich. Okay, komm, wir gehen rein. Geil. Oh mein Gott. Schade. Nein. Karma. Bruh. Digga, das ist so krass.
Du machst das jedes SBB, ne? Jedes SBB machst du ja. So einen scheiß Backtor, Alter. Ja, da ist die Lücke. Ruhig! Oh mein Gott! Nones! Oh, geil, dich zu demütigen, Alter. So geil, geiles Gefühl, Alter. Oh, so nice, Mann. Okay. Hä? Ich hab einfach keinen Bock. Ha. Mit Grün. Oh mein Gott. Der war gut. Hätte ich dir gegönnt. Ich sag dir ehrlich, hätte ich dir gegönnt. Bella, bitte. Rudi. Oh ja, ja. Klaus. Ich baue dir ein Haus. Klaus Haus Nunes. Ich werde es nicht verstehen. Hast es nicht. Ey, was macht der? Ja, Bro, was für ein Scheißdreck, Alter. Bruder, ich wollte einen Skill raushauen, Mann. Ja, okay. Komm, Paketta. Nein, der wird nicht eingold. Nee, ne? Wie kann man denn nicht also, das nervt noch Stahl, Digga. Aber wir brauchen mal ein bisschen... Bruder, ich hab so verkackt, Alter! Jawohl. Wir brauchen ein bisschen Action von Anthony. Action von Anthony! Ruht! Ja, stopp! Ja. Geil! Ein Tor noch für mich, bitte! Elva! Was? Ich hab nichts gedrückt. Yeah! Ein Discard weniger. War das Anthony? Das ist einfach der 93. Boah. Unser Starspieler. Zwei Discards kann ich komplett leben. GG an dich, Ensa. Ich reich dir die Hand durch die Kamera. Ich hoffe, du gibst mir da auch deine Hand. Lass mal Hände schütteln, bitte. GG. Er weiß wieder, dass du irgendeine Scheiße gemacht hast. Egal, wir gehen zum Discarden. So, Freunde. Es ist Zeit, Cenk zu brechen. Sag ich ehrlich, Cenk hat mich auch viel discarden lassen, deswegen, du hast die 4-3-3, die vierte. Darf ich noch einen umstellen? Ja, komm, einen darfst du umstellen. Okay, hab ich. Okay, ich nehme deinen linken Innenverteidiger, deinen rechten ZM und deinen Rechtsverteidiger. Du hast du zwei Discards, Junge. Ah, okay, fuck, dann ohne Rechtsverteidiger. Er hat einen Disconnect von dir bekommen, aber... Du hast mich komplett gebrochen. Schwör, wen habe ich getroffen? Rudi Völler. Oh mein Gott. Welcher ist das? Das ist der World Cup. Oh, was? Und Paqueta? Junge, der kostet 600.000. Eigentlich wollte ich stehen lassen. Und wenn du den Rechtsverteidiger noch gehabt hättest, hättest du Rui Costa Icon getroffen. Wow! Rechtsverteidiger war Rui Costa. Bruder, dieses 94, dieses letzte Tor, ne? Das hat mich gerade richtig gesaved, also. Das Anthony wäre LF gewesen. Ja, Rest war jetzt nicht so viel wert, aber wir gehen zur Challenge, zur SBC. Ich gebe die beiden ab. Ich wurde komplett gebrochen. Rudi Völler, der war sogar mein Ersatzspieler, ne? 8 Spiele, 2 Tore, 3 Vorlagen. Ey, das ist so cool, Mann. Ich wollte ihn unbedingt ziehen, dann habe ich ihn gezogen vor einem Monat oder so. Jetzt muss er wieder gehen. Komm. Geb die Challenge ab. Tut weh. Paqueta, Rudi Völler sind beide weg. Und damit würde ich sagen, Leute, war es das wieder vom Video. Mal wieder ein Bruch. Ey, wirklich, es sind viel zu viele Discards in letzter Zeit. Lasst dafür auf jeden Fall Liebe da, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, checkt Ensa in der Beschreibung ab. Und ich gebe Ensa das letzte Wort. Haut rein. Peace out, ciao. Macht immer Spaß, mit meinem Bro Cenk aufzunehmen. Nehmt alles mit Humor. Lasst Like da, abonniert Cenk. Ich bin auf jeden Fall auch raus. Macht's gut, Jungs. Haut rein. Ciao, ciao.